Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Metro 2033. Ich bin es, euer MC Muffix, und ja, hier hat etwas gewütet. Und oh, das ist ein Toter. Und zwar die sogenannte Anomalien. Wir haben diese gesehen und sie hat hier einfach mal alles verschlungen. Nun sind wir hier. Kann ich da nochmal zurück? Egal, kein Nett. Ist ja wurscht. In dieser Anomalie haben wir einen neuen Freund gefunden, und zwar Khan. Der gute Khan? Oh nein. Anomalie, ich dachte, du hast sie getötet. Betrogen. Aber Leute, mit der AK geht's schon viel besser. Die Viecher kommen zurück. Von wo, von wo, von wo? Ich weiß es nicht. Ist ja wurscht. Diese Anomalie hat uns hier doch ein wenig geholfen. Boah, die AK ist so krass. Der kann man halt auch mal zielen, aber es macht jetzt auch nicht so wenig Schaden. So, lala. Wieso das? Ich wollte hier eine Granate werfen. Aber frag mir halt schon wieder nicht, wie das geht. So! Headshot! Puh! Und schon können wir die Munition wieder gut gebrauchen, die hier überall rumliegt, oder? Oh nein. Ich dachte, das wäre jetzt nur der eine. Wieso kann das Ding nicht mal nett sein? Wieso hat Khan eigentlich auch eine AK? Ist doch nicht so selten. Alles wieder gut? Naja, wir haben Khan gefunden. Khan ist Ranger. Wir sind beim letzten Mal durch eine verfluchte Station gegangen. In dieser verfluchten Station waren viele Monster. Und dort kommt der andere mal. Oh, wieso leuchtet da irgendwas? Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, da zu dem Licht zu laufen. Was zur Hölle ist das hier? Etwas nicht Gutes, etwas ganz und gar nicht Gutes. Der Tunnel vor uns sollte sicher sein, da kommen wir recht. Heißt es, wir haben es geschafft! Wow! Ein Tag lang, um ehrlich zu sein, habe ich Khan zuerst für einen Verrückten gehalten. Dann bekam ich Angst für ihn. Jetzt bewundere ich ihn. Es gibt Dinge in der Metro, die das Auge nicht sehen kann. Das bedeutet aber nicht, dass die nicht da sind. Wenn Khan mich nicht durch die seltsamen Ausläufe der Metro geführt hätte, wenn er mir nicht geholfen hätte, die unsichtbaren Hürden zu überwinden, mich nicht vor den geheimnisvollen Gefahren gewarnt hätte, dann wäre meine Reise schon vor langem zu Ende gewesen. Es ist kein Wunder, dass ich an ihn glaubte und ihm meine Geschichte erzählte. Ich habe so viele Fragen an ihn und er scheint alle Antworten zu kennen. Was bist du, Khan? Egal, was du auch immer du bist, aktuell bist du unser Retter. Und jetzt auf! Weiter! Unser Ziel ist die Polis! Und weg von dieser verdammten Station! Artyom, du hast einen hohen Auftrag. Glaubst du wirklich, dass die Polis dir helfen wird? Oder gibt es sonst nichts mehr, woran du glauben kannst? Du musst nicht antworten. Wir kommen bald an der verfluchten Station an. Die Angriffe der Monster haben nicht nachgelassen. Die meisten Leute haben die Station verlassen. Die übrigen gehen nirgendwo hin. Führte mich zur verfluchten Station. Der Name war kein Zufall. Die Leute dort waren in einem endlosen Kampf ums Überleben gefangen. Die Station wird wieder angegriffen. Gehen wir, Junge. Die Verteidiger können Hilfe gebrauchen.
Komm, hierher! Noch ein Angriff? Ja, sie haben die äußere Verteidigung durchbrochen. Alle Überlebenden sind hier. Ich bezweifle, dass wir den nächsten Tag erleben. Wo kommen die Monster her? Wie immer aus dem linken Tunnel und von der Kreuzung. Wir haben einen Sprengtrupp dorthin geschickt. Der kam aber nie zurück. Und sonst können wir niemanden schicken. Du willst doch deine Station vor dem Untergang bewahren, Artyom. Und hier steht der Untergang bereits vor der Tür. Wir müssen helfen. Finde die Überreste des Sprengtrupps, bring ihre Bombe so weit in den linken Tunnel, wie du kannst, und dann lauf. Die Explosion wird heftig. Die Kreuzung ist schon einmal begraben worden, aber anscheinend haben die Nosalis sich durchgegraben. In der Nähe war eine Luftschleuse, die ist wohl offen geblieben. Schließe sie oder bring sie zum Einsturz. Ich bleibe hier bei den Überlebenden. Versuche, die Monster zu uns zu locken, wenn es zu viele sind. Ja. Khan! Lass mich nicht alleine! Ich bleib hier bei euch. Wisst ihr, jetzt wird's richtig furchtbar. Weil jetzt heißt es... Da hinten sehe ich sie doch schon. Komm, haut's! Haut's drauf, ihr seht sie! Genau! Tschüss mit der Pumpkan aus 100 Meter Entfernung! Bam! So, die können sie erstmal platt machen. Genau, so! Sehr gut. Alter, ach ja, das ist hier Spawn unendlich. Ich sehe schon. Ich sehe schon, dass hier unendlich von den Viechern spawnen. Und es ist so verdammt dunkel. Soll ich mein Streichholz halten? Ich will gar nicht hier raus, Mann! Ich meine, ihr gewünscht es doch, Mann. Ja, die verfluchte Station. Ach, es bringt ja nichts mehr. Ja, okay. Ich weiß nicht, wo wir lang gehen müssen. Das ist mein Problem. Ich meine, er hat gesagt, den linken Tunnel. Ich habe mein Board. Lass mich in Ruhe. So. Ja, das ist mir scheißegal. Ich gehe da jetzt vor. Er sagt den linken... Achso, vielleicht der linke Tunnel von da aus. Jetzt kommt der Schlimmste. Das ist einer der schlimmsten Abschnitte im ganzen Spiel, habe ich das eigentlich schon mal gesagt? Alter, löt jetzt den halt mal. Genau. So, weil aus dem ganz einfachen Grund, dass wir nun hier vorgehen müssen, Mann, das ist mir jetzt scheißegal, ich laufe da jetzt einfach durch. Ich hasse den Kampf gegen Bestien, ich kämpfe so viel lieber gegen Menschen. Cool. Beschützt ihr mich? Nicht, oder? Vielleicht bin ich ja unsichtbar. Ich stehe in der schwarzen Wand. Geil, oder? So ein Scheißabschnitt. So ein vermaledeiter Scheißabschnitt. Ich brauche doch irgendwann mal etwas gegen das Mündungsfeuer. Ist ja katastrophal. Jetzt ganz kurz, bitte. Lass mich nur kurz überlegen, wo ich lang gehen muss. So, okay, im rechten war der Tunnel und die Bombe und jetzt hier ist das, wo wir jetzt kaputt machen müssen. Okay, verstehe. Super.
Ich laufe einfach. Und ich laufe, 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 laufe und hasse es hier so abgründig. Vermaledeite Scheiße. Burn, Baby. Lauf, Artyom! Lauf! Mach Bumm, mach Bumm, mach Bumm und nimm alle Monster mit. Immer gleich, go, gleich können wir nochmal laufen. So, okay. Gut. Das war die schwerere Aufgabe. Jetzt finden Sie einen Weg, die Luft. Oh, die Luftschlösser. Okay, geil, 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 geil. Das überlasse ich jetzt mal kurz euch, bevor der nächste Ansturm kommt, dass ihr die platt macht. Gut, also, wir müssen die Eingänge hier kaputt machen. Das ist eine sehr geile Aufgabe. Ihr seht es, Mann, Leute. Und laufen wir weiter. Für das Kind, was hier die ganze Zeit weint und mich nervt. Lass mich doch mal nachladen, Junge. Sehr gut. Was mache ich nun? Achso, von da aus kommen sie, oder? Ich weiß es halt nicht. Ich sehe hier halt nichts. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur Muni verschwendet eigentlich. Leute, wir werden da gleich nochmal hochgehen, aber ich habe Angst. Ich finde, das ist ein scheiß Abschnitt. Ich mag das gar nicht, aber hey, so ist es halt nun mal. Wir werden das beim nächsten Mal schaffen. Bis dahin verarsche ich mich nochmal. Ich war so, bis zum nächsten Mal. Ciao.